Hallo Leute, ich bin gerade in Antigua, Guatemala und fotografiere den Arco Santa Maria oder so, weiß ich jetzt nicht mehr, was vergessen. Auf jeden Fall den Bogen hier, sollte man auf keinen Fall verpassen, aber wird man auch nicht. Und das Schöne an dem Bogen ist natürlich der Bogen selbst, aber auch die Kombination mit dem Volcán de Agua im Hintergrund. Herrlich. Ja, ich habe eigentlich alles schon eingepackt. Eigentlich habe ich auch alles schon erzählt, aber der hat den Ton nicht aufgenommen. Also mache ich es quasi jetzt nochmal. Auf jeden Fall habe ich alles schon eingepackt, Foto gemacht. Es ging alles ganz schnell. Hier sieht man noch die Schweißperlen. War ich durchaus knapp von der Zeit dran. Ich denke schon, dass ich ein gutes Bild gemacht habe, aber ich hätte ein bisschen früher sein können. Und ich weiß auch nicht, ob ich den perfekten Moment geschafft habe zu fotografieren, weil auf dem Weg hierher habe ich dann schon die Wolken rot gefärbt gesehen und auf dem Display habe ich das eher so gelblich orangig gesehen, also mal sehen. Und dann habe ich auch, es wird denke ich mal ein HDR-Bild sein, ich hatte keine Zeit für Filter und so, einfach weil ich halt schon zu spät dran war. Naja, und aber ansonsten habe ich mich schnell entschieden, was ich machen möchte, nämlich hier so klassisches Bild in der Mitte mal quasi genauso, wie es jetzt aussieht und mal näher ran gezoomt und weil der Vordergrund halt ziemlich dunkel war, habe ich dann mehrere Bilder in verschiedenen Belichtungen gemacht, um die dann später als HDR-Bild zusammenfügen zu können. Ich hatte drei Optionen. Also erstmal diese Option, klassisch wie gesagt in der Mitte, Fluchtpunkt in der Mitte. Und dann hatte ich noch eine andere Option, sodass man quasi ein bisschen alles in der Mitte hat, also Bogen und Vulkan, also die Spitze des Vulkans und hier die Spitze der Kuppel. Die dritte Option zeige ich euch gleich, da muss ich jetzt kurz rüberlaufen. Aber solange kann ich sagen, dass ich jetzt nicht so viel experimentiert habe. Ich wollte jetzt auch nicht mehr so viel Zeit lassen, ein fancy Bild zu machen und so. Hier ist es eher klassisch. Oder sagen wir mal, ich habe es klassisch gelassen, weil ich jetzt auch nicht die großen Optionen habe. Vielleicht, wenn man irgendwie oben da oder da wäre, dann könnte man noch ein ganz anderes Bild machen, das nicht so populär ist und so einfach ist. Also jetzt sehen wir die dritte Option, das wäre die dritte Option gewesen. Da hier sieht man halt den, ich könnte dann hier zum Beispiel stehen, hier um die Linie ein bisschen gerade zu haben. Ah, vielleicht doch ein bisschen oder weiter nach hinten, keine Ahnung. Auf jeden Fall, das Wichtige ist dann halt, dass der Bogen den Vulkan umrahmt. Gut, ja, ich verbringe jetzt einen Tag in Antigua, Guatemala. Hier gibt es viel zu tun, viel zu sehen. Und ob jetzt noch ein Bild rausspringt, das werden wir sehen. Ich bin jetzt gerade erstmal am Ende des Shootings. Wir sehen uns. Ich bin halt super erstaunt, dass hier gerade irgendwie nichts los ist. Also jetzt immer noch nichts, obwohl es schon fast 7 Uhr ist oder so. Keine Touristen, außer jetzt immer noch die Gruppe mit der oder um die Quinceañera, also die gerade 15 geworden ist, das Mädchen. Ich denke mal, das ist es. Vielleicht ist es auch Kommunion, ich weiß es nicht. War hier eigentlich sonst niemand da und hat Fotos gemacht. Jetzt da drüben sieht man kurz eine.
Aber ansonsten ist es immer noch leer und das hier ist eine Top-Location. Ich verstehe auch nicht, als ich hier den Sonnenaufgang fotografiert habe, da sind vielleicht 4 Leute ins Bild gelaufen, im Abstand. Und sonst kein Tourist, der irgendwie den Sonnenaufgang fotografieren wollte. Nicht mal einen Fotografen. Also ich bin irgendwie ziemlich erstaunt gerade. Gut, besser für mich dann, ne? Vielleicht komme ich morgen nochmal. Tschüss. Leute, ich habe gerade einen Vulkan einfach so ausbrechen sehen.